Eine coole Brustkneipe in Berlin. Und das Beste ist, Rockado sendet live von dort aus immer dienstags von 18 bis 20 Uhr. Speichers R&B-Kneipe in Blues We Trust. Mehr Informationen unter rockradio.de. Ja, das ist mir die ganze Zeit immer schon aufgefallen. Es ist natürlich nicht das Beste, was rockradio.de hier sendet. Die ganze Kneipe ist das Beste überhaupt vom Prenzlauer Berg. Und dass wir hier senden dürfen, macht uns sehr stolz und freut uns. Und das machen wir schon seit gut 14 Jahren, fast jeden Dienstag. Früher war der Dienstag und Montag, dann war der Dienstag und Dienstag. Und wir haben hier immer Leute, die irgendwas machen. Meistens machen sie Musik. Und heute auch wieder. Wir machen es heute mal etwas anders. Eine sehr beliebte Fernsehsendung meiner Eltern, da mussten sich die Gäste mal mit einer Handbewegung vorstellen. Das ist im Radio ein bisschen schlecht, darum machen wir es heute mal so. Unsere Gäste stellen sich heute mit ihrem Instrument und ihren Stimmen vor und dann reden wir gleich weiter. Wir haben übrigens auch einen Chat geschaltet und wir haben auch heute wieder eine Webcam, also ihr könnt euch auch ein Bild machen, was denn hier so abläuft und ihr könnt mit diskutieren und mit Fragen stellen über den Chat. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, macht einfach mal los. Ey, ihr da. Ob wir schon an sind? Sind wir an? Ja. Wo soll ich landen, wenn der Tank leer ist? Wo ist ein Rollfeld für mich frei? Wer findet im Empfänger meinen Schrei? Bei Nacht und Nebel waren die Frequenzen voll. Mancher Hafen fing mich im Radar. So, für die Radiohörer sei es gesagt, das waren Steinmann-Piraten mit Telefon-Einspielung. Ja, daran merkt man immer wieder, dass die Sendung live ist. Wer gibt jetzt eigentlich die Saalrunde? Da merkt man, dass die Sendung live ist. In der Wiederholung würde man das rausschneiden, aber machen wir auch nicht, weil die Wiederholung läuft am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Da Sie allerdings Chat und Video verpassen, kommen wir ein bisschen rüber. Okay. Hier hoch, weil da ist eine Webcam und dann sieht man dich auch von vorne. Ja. Komm mal so, dann sehen die Leute dich auch. Patti, komm mal ein Stück herum. Wir müssen es erstmal ordnen.
So. Habt ihr denn schon geklatscht bei Steinlandpiraten? Kannst du jetzt mal runterpacken? Okay, gut. Der Hocker, da ist der Hocker, wenn du möchtest. Ich bleib stehen. Ja, meine erste Frage, ist, ich weiß gar nicht, heißt es Steinlandpirat oder die Steinlandpirat? Oder the? Heißt noch Steinlandpirat? Man will ja immer dann irgendwie so einen Artikel noch. Kein die oder kein The Beatles oder sowas, sondern einfach nur Steinlandpirat. Wir haben uns allerdings angewöhnt, das immer groß zu schreiben. Warum machen wir das eigentlich, dass wir das immer groß schreiben? Weiß ich auch nicht. Aber einfach nur ganz einfach Steinlandpirat. Man genau. Wird immer so. Genau. Aber lass mal weg. Ich hoffe, es klappt heute auch Abend, dass ich das weg. Also das Wort Steinlandpirat ist natürlich für mich als Moderator, Klaus Schnabel-Köpplin, sehr einfach auszusprechen. Ich danke euch für den tollen Namen. Den kann ich nicht verwurschteln. Mit der Englischen habe ich immer so meine Probleme, mit den anderen wollen wir jetzt gar nicht gehen. Trotzdem frage ich mal, Steinlandpiraten, sind es jetzt zwei Worte oder ist das ein Kunstwort, was ihr erfunden habt? Also eigentlich hat das Patti erfunden. Die muss sich jetzt, obwohl sie jetzt hier auf mich ganz viel sagen guckt, muss sie das jetzt eigentlich beantworten. Weil, ist etwas älter, da gab es schon mal eine Band, die da schon mal was versucht hat, in der Richtung Gundermann nachzuspielen. Das ist dann sozusagen, dieses Projekt ist dann mehr oder weniger in die Hose gegangen. Und dann haben wir das sozusagen recycelt, irgendwann wir beide. Ne? So war das. Und das geht auf einen Begriff zurück, von den Gerhard Gundermann geprägt hat, das Steinland, also diese Abraumlandschaften dort in der Lausitz. Und ich fand das ganz gut, weil ich Berlin auch als Steinland empfinde. Ja, auf eine andere Art und Weise, so eine Art Betondschungel. Und Piraten gehen auch immer, also wir sind ja so ein bisschen unangepasst und so und wollen ja auch überall mit dabei sein und haben Ecken und Kanten und deswegen Steinlandpiraten. Ja, haben wir das auch geklärt. Wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag, nicht nur die Hörer, sondern der Moderator hat sich jetzt auch gerade gebildet. Sehr okay. Schön. Steinlandpiraten, Entern, Speicher habt ihr so freundlicherweise geschrieben, ihr seid ja heute in der Funktion oder in dieser Besetzung das erste Mal bei Speicher. Ne? Mhm. Ja, das war schön, dass es geklappt hat. Ihr seid ja eigentlich, jetzt frage ich eine zweite Frage, unbekannt verzogen, da sind es ja noch ein paar mehr. Also wir haben eine Band, also daher stammen wir eigentlich, das ist sozusagen unser eigentliches Metier, ist eine Rockband, richtig. Wir schreiben Songs und vertonen Texte. Und mit der Band sind wir unterwegs, eine Viermann-Besetzung. Und irgendwann haben wir aber dieses Projekt Steinlandpiraten da ausgekoppelt, würde ich es mal so nennen, und sind praktisch als Duo angetreten, Gundermann-Songs zu spielen, weil wir den sehr mögen. Und mittlerweile machen wir aber auch andere Sachen. Wir spielen die Songs, die wir selber schreiben, auch mit im Steinlandpiraten-Programm zum Beispiel. Oder machen 20er-Jahre-Programm, jetzt haben wir jetzt auf die Bühne, oder sind wir dabei, auf die Beine zu stellen, spielen Songs der 20er-Jahre und so weiter. Also ist jetzt nicht Leid, unbekannt verzogen, aber spielen denn unbekannt verzogen auch Songs von Steinlandpiraten oder die Steinlandpiraten auch, weil du machst ja die Texte, Patti, willst du auch machen? Ich mach gleich. Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Wir spielen bei Unbekannt Verzogen einige Songs von Gundermann und nutzen aber oft das Duo auch, um Songs zu probieren. Das heißt, wenn wir die dann später mit UV spielen, dann werden es UV-Songs, dann bleiben dann nicht Steinlandpiraten-Songs. Es geht ja heute um die Steinlandpiraten, Patti. Trotzdem würde ich dich bitten, wir haben schon eine Sendung gemacht bei Alex. Du hast mir eine wunderbare Geschichte erzählt. Es ging um Andreas Hehle, es ging um eine CD verschicken und nach Unbekannt verzogen, mit der Adresse Unbekannt verzogen. Kannst du dich daran erinnern? Du meinst die GEMA-Geschichte? Genau, die musst du noch mal bitte erzählen. Fand die so toll. Also es war zu Beginn, als die Zusammenarbeit mit Hehle anfing und er dann hat Texte geschrieben, die wurden bei uns in der Band dann vertont und die werden ja bei der GEMA angemeldet. Und in diesem 25.000-seitigen Formular muss der Urheber angeben, wer Interpret ist. Und dann hat er hereingeschrieben, unbekannt verzogen, in Klammern Band, Ausrufezeichen. Nicht, dass die denken so, aber sie dachten trotzdem, dass der Schreiber keinen Kontakt mit der GEMA wünscht und haben ihn rausgelöscht. Und danach, also wir haben schon noch
vermerkt, wer der Urheber ist, aber haben seine Kontaktdaten, ganz ohne Datenschutzgrundverordnung, haben die einfach gelöscht. Und dann meldete Zöllner einen Song an und haben die gesagt, der Herr Hede möchte aber gar keinen Kontakt mit uns haben. Und dann kam das erstmal raus, dass er dann nicht genannt wird und auch Geld kriegt und so weiter. So viel zum Namen unbekannt verzogen. Genau. Was steht denn für euch im Büro oder zur Erreichung eurer Person oder eurer Projekte? Steht da auch unbekannt verzogen am Türschild für den Postboten zur Verfügung? Oder stehen da eure Namen oder Steine und Bier ab? An meiner Wohnungstür steht Bandlieder unbekannt verzogen und auch mein Name. Steht wirklich dran? Ja, war mal von einer Veranstaltung zum Aufkleber da. Kam mit nach Hause und dachte mir, das ein bisschen angeben. Ist ja gut, wenn Leute kommen, die meinen, sie müssten von einem Geld bekommen. Da steht dann unbekannt verzogen. Ja. Hauen die hoffentlich dann wieder ab. Sehr schön. Aber wir haben es im Ranking bei Google immerhin schon über die Gerichtsvollzieherseite geschafft. Ach so. So. Also ich habe gerade heute noch nicht geguckt, aber das kontrolliere ich schon regelmäßig. Ja, ihr wart ja gerade auch beim Festival Musik und Politik, Podium, Liederpodium Bühne 2 am Sonntag. Da habt ihr auch, seid ihr aufgetreten, da habt ihr viele Sachen erzählt, gezeigt und erzählt. Die habt ihr heute auch mit, über die wollen wir natürlich auch reden, was ihr alles hier so Tolles mit habt. Ihr werdet nachher auch noch, ihr spielt, also wir spielen heute keine Songs von der Tonkonserve ein. Wir haben uns verabredet, dass ihr eure Songs heute selber einspielt. Live von der Bühne. Jo, wenn wir schon mal da sind. Naja, wenn ihr schon mal da seid, ja klar. Digital kann ja jeder, aber wir haben schon euch live in der Sendung, dann könnt ihr natürlich live spielen. Carsten hat ja schon erwähnt, ihr macht ja mehrere Sachen, also gegründet oder basiert Steinbock-Pirate auf Gründermann eigentlich. Also war ja so die Grundidee. Ihr habt ja jetzt mittlerweile auch eine CD, die habt ihr auch mit, die ist erschienen. Ja, das haben wir gerade fertiggestellt, das Album. Oh. Steinlandpiraten spielen Lieder von Gerhard Gundermann und das kann man natürlich auch käuflich erwerben da sind wir ganz froh, weil wir das eigentlich mit relativ wenig Aufwand zustande gebracht haben. Das hängt damit zusammen, dass wir für uns selbst Demos herstellen, für alle Songs, die wir spielen. Um uns die sozusagen raufzudrücken, stellen wir Demos her. Und aufgrund dieser Demos, die wir über Jahre gemacht haben, haben wir dann das Album, also die haben wir dann nochmal aufbereitet. Aufbereitet natürlich im Studio und so weiter. Aber die Grundlage dieser 14 Songs waren schon Demos von uns und deswegen konnten wir das relativ easy sozusagen jetzt raushauen. Und da ist ein Song sogar drauf, den gibt es noch gar nicht auf Konserve. Da haben wir die freundliche Genehmigung von Conny Gundermann, dass wir den auf die Platte bringen durften. Erstmalig, den gab es nur sozusagen live, gibt es nur auf Bootlegs und Aufnahmen von Gundermann, den hat er live geschrieben. Gerade geboren heißt der. Der ist erstmalig da drauf, sozusagen. Ansonsten gibt es da 14 Songs. Wir haben sogar so ein bisschen auch Arrangements uns haben einfallen lassen. Also es ist nicht nur Gitarre und zwei Stimmen, sondern es ist auch mal ein Piano oder auch mal eine Ukulele dabei oder eine Mandoline oder auch eine Bassgitarre und ein Schlagzeug und so weiter. Das ist da schon, also es ist relativ abwechslungsreich. Kommt natürlich die Frage, warum Gundermann? Welche Beziehung habt ihr zu Gundermann, dass ihr euch da so, ich sag mal, raufstürzt? Ich bin in Frankfurt-Oder groß geworden und die 10. Klasse war 89 zu Ende und bin dann da, früher hieß das noch Penne, also heute Gymnasium, darauf gekommen, wollte da eigentlich nur hin, weil die eine richtig geile Singegruppe hatten. Also keine, die normale FDJ-Lieder nachgesungen haben, die alle kennen, sondern die hatten noch einen Schreiber, Stefan Elsner. Der ist jedes Jahr mit dem Singeclub in den Herbstferien in ein Ferienlager gefahren oder Jugendherberge. Da wurde dann viel gequatscht, getrunken, gesungen, wenig geschlafen. Und nach der Woche hat er aus dem quasi einen Altofen wie einen Schwamm aufgesogen. Der war nicht sehr viel älter als wir, der war so um die 21 und hat uns dann ein Programm geschrieben. Und öfter war in dieser Singegruppe, also wir waren ganz oft, haben wir uns da selber organisiert, Vorband vor Gerd Gundermann, der musste dann bei uns halt auch spielen. Und so kam das und sag ich mal, es war persönlich eine sehr interessante Zeit, überhaupt so die ganze Wendezeit.
Aber der war quasi so alt wie meine Eltern und der war im Kopf, aber ich habe mich total mit dem verbunden gefühlt, weil er die gleichen Fragen hatte. Der war nicht so erwachsen wie die Erwachsenen. So. Und ich glaube, ich wäre nicht so gut durch die Zeit gekommen, wenn ich die Songs damals nicht gehabt hätte. Und dann ist das ein bisschen eingeschlafen. Ich kann nur 3 Griffe auf Gitarre, aber wenn, dann habe ich Gundermann gespielt. Und dann, deshalb war mir das wichtig und ich habe ganz lange gesucht, einen Gitarristen zu finden, der das mitträgt. Bin dann ganz froh, dass ich irgendwann Carsten geopfert hatte. Ja, und so ist es dann auch geblieben mit der Musik. Ihr habt euch dann nochmal die Texte beschafft oder hattest du die schon durch ständiges Mitsingen im Kopf alle? Wir haben dann alles, was wir auftreiben konnten, also nicht nur die Platten, die es offiziell gibt, durchgehört und dann immer rausgeschmissen, wieder reingenommen. Also wir wollten nicht Hits spielen, gibt ja auch ein paar Songs, die wirklich alle Gundermann Interpreten irgendwie spielen. Und wir wollten uns eigentlich auf die konzentrieren, die nicht so oft gespielt werden, so im Großen und Ganzen. Das war so, also wir hatten kein wirkliches Konzept, aber so sind wir vorgegangen. Du hast ja gerade gesagt, ihr wolltet jetzt nicht unbedingt die Hits spielen, aber wie viele Titel habt ihr denn so zusammenbekommen, wo ihr sagt, 257 sind es und davon spielen wir jetzt 250? Na, ich würde mal sagen, es sind so 20, 25 Songs, die wir haben und die wir spielen können und die wir ins Programm nehmen können. Ich will vielleicht nochmal ergänzen, dass das so war, als wir, also ich bin praktisch, ich kannte Gundermann zwar oberflächlich, ja, ich bin ja auch im Osten groß geworden und kannte den Namen und kannte auch Brigade Feuerstein und so weiter, aber ich hatte mit der Singebewegung, hatte ich nicht so viel am Hut, ich war eher sozusagen ein Rocker und aus dem Rockbereich und man kannte den nicht, weil der so viel nicht gespielt wurde im Rundfunk, auch nach der Wende nicht, wurde der nicht so viel gespielt und ich kannte eigentlich nur Alle oder Keiner, das ist ein eine Neil Young Cover-Version, die er gemacht hat mit deutschem Text. Und dann haben wir verschiedene Interpreten uns angeguckt, die Gundermann spielen. Dann haben wir das Material gesichtet und habe gesagt, alle die Songs, die ich gut finde von Gundermann, die spielen die gar nicht. Also, und dann bin ich erstmal darauf gestoßen, wie viel das ist, was das für ein immenses Material ist. Auch in die Live-Aufnahmen, also von Songs, die nie auf Platte erschienen sind. Oder Songs, die er dann einfach live verändert hat und so weiter. Da gibt es enorm viel Material und da haben wir uns dann sozusagen gefunden, dass wir die Songs spielen, die sonst woanders nicht so sehr auf der Bühne sind, damit man ein bisschen breiter fasst sozusagen. Und wir haben jetzt also abgesprochen, ihr spielt zwischendurch im Hause nachher auch einen längeren Part, aber ihr wollt zwischendurch spielen und jetzt würde ich sagen, ist mal der Punkt, wo ihr dann mal ein paar Beispiele spielt. Schreien könnt. Nee, schreiben hat jemand, nämlich Gast Gruß aus Peenemünde von Kamels und Mann und Glatzi schreiben und er schreibt, ihr seid toll, Karl Wenzmann und Glatzi. Soll ich euch bestellen? So. Brigitte. Grüßt ihr zurück? Wollt ihr zurück? Grüße, ja. Ja. Grüßt, ihr könnt ja zurückgrüßen. Ihr seid ja auf Sendung. Bin ich so der Grüßer. So, es gibt mal den ersten kräftigen Applaus. Hey, Fuchs. Aber immer noch kein Land in Sicht.
Sturm sich gelegt hat, fangen die Offizieren wieder an mit Kommandieren. Immer wenn der Sturm sich gelegt hat, muss der Schiffsjunge gehen und die Segel wieder nehmen. Und das Beste drum ist auf einmal wieder weg und die Peitsche feiert lachend wieder. Come back! Immer wenn der Sturm sich gelegt hat, ist durch stinkendes Meer ins Herum wie vorher. Heute in Speichers Rock und Blues-Kneipe. Hier jetzt, heute spielen wir nur Musik live eingespielt und keine Tonkonserven. Das können ja alle. Hier haben wir die Gäste heute zum Glück live. Patti und Carsten sind hier. Patti, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, hatte ich auch schon gefragt, hast ja auch erzählt, dass auf das Ding kippt gleich um hier. Wie du zu Gundermann gekommen bist,
noch einen Schritt zurück. Wolltest du immer Rock'n'Roll-Star schon werden, Sängerin auf der Bühne stehen und politische Lieder singen und politisch aktiv werden? Oder wie war das denn so aus dem Kinderwagen, Sandkasten, erste Klasse, Singegruppe oder irgendwie? Wie ging es bei dir los so? Also an den Kindergarten kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Nur noch an verbrannte Milch mit Pelle. Und dass wir dann schon in eine Schwimmhalle legen konnten und mein Schwimmlehrer Herr Sack hieß, das weiß ich noch. Aber ansonsten war es das. Also ich habe als Schülerin schon Texte geschrieben, war da auch so in der AG schreibender Schüler. So, und habe als Kind davon geträumt, Sängerin zu werden, und habe dann zu Hause Schallplatten gehört, wenn die Eltern nicht da waren, ganz laut, Milva und so, also viel Schlager auch. Und aber für mich war so der Job, der Beruf eines Musikers, also auf so eine Idee bin ich nicht gekommen. Also ich bin jetzt nicht in so einer Familie groß geworden, wo sowas normal ist. Weil ich glaube, dann wäre ich vielleicht wirklich Sängerin. Also bin ich jetzt auch, aber also ohne Umwege vielleicht oder auch mit Förderung und so. Also ich habe dann in einem Orchester gespielt, ich habe Mandoline gelernt und war dann da in der zweiten, wie heißt das, zweite Stimme? Zweite Violine? Mandoline. Ach, Mandoline. Also im Zupforchester war ich. Mandoline, oh. Und habe da schon gemerkt, dass das Instrument nicht so richtig meins ist. Also sag ich mal so, in der Gruppe war halt okay, aber sobald ich Einzel Vorspiel machen sollte, ging gar nicht. Also meine Finger wollen nicht so wie ich. Und ich habe erst mit Singen angefangen, also dann nach der Singergruppenzeit erst angefangen, da war ich über 30. So, und als ich angefangen habe, war das jetzt gar nicht so, ich will jetzt doch singen, und irgendwann kommt der Band raus, das hat sich dann einfach irgendwie entwickelt. Also den ersten Schritt musste ich schon alleine gehen und dann sind halt Leute mit aufgesprungen. Und sonst, ja, so ist das passiert. Und von den Texten, die du damals so geschrieben hast, existieren, also bestimmt noch, aber werden die auch noch gesungen oder sind die, bleiben die aus? Meinst du die aus der Schulzeit? Ja. Nee, da habe ich leider gar nichts mehr. Ärgere mich auch, habe ich nicht mehr. Nee. Ich weiß noch, dass ich mal was eingereicht habe, es gab ja auch so Wettbewerbe. Mhm. Und da habe ich so thematisiert, wie das zu Rentnern geht. Ich meine, ich war weit so, also noch jünger als Greta. Und habe so gedacht, naja, die kommen dann irgendwie, sind dann fertig mit der Arbeit und dann kommen die irgendwie so aufs Abstellgleis, haben nichts mehr zu tun. Und da wurde gleich gesagt, nee, du hast keine Lebenserfahrung, so was geht gar nicht. Also ich habe auch nie gewonnen. Das hat mich nicht, immer nur Zweiter sein ist langweilig. So, und dann habe ich da nicht weitergemacht, weil das immer so, ja, so war, wie es war. Aber Deutsch, hast du beide Deutsch? Ja, ich kann nicht anderes. Ja, ist okay, finde ich auch gut, dann verstehe ich auch die Texte. Finde ich sehr entgegen. Ich habe mal hier auf, du hast ja auch eine Facebook-Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das chronologisch ist, von 447 Personen abonniert, wohnt in Berlin, ist hier zur Schule gegangen, Post, Lucy, POS, Heim. POS, bist du ein Ossi oder nicht? Ja, POS. Ja, achso, POS, ja. Und EOS heißt Gymnasium. Ach, das Gymnasium. Karl Liebknecht, denn Fernuniversität in Hagen. Was hast du da gemacht? Na, ich habe ja Jura studiert. Ah ja. Und wusste ziemlich schnell, dass das nicht reichen wird für Staatsanwaltschaft oder Richter. Also ich war nicht so gut und werde wahrscheinlich Anwalt werden müssen. Also ich habe damals nicht an öffentlichen Dienst oder sowas gedacht. Und habe dann an der Fernuni, weil also speziell die Sachen, die man für einen Anwaltberuf braucht, lernt man nicht beim Jurastudium. Hört sich komisch an, ist aber so. Also habe ich dann das selber in die Hand genommen und habe dann noch so eine zusätzliche Ausbildung nebenbei gemacht. Aha. Dann deutsche Pop steht hier, zur Schule gegangen? Ja, das hatte ich angefangen am 1. April, also heute und einen Tag vor 3 Jahren. Ich habe da Projektmanagement angefangen und habe dann aber, also als ich angefangen habe an dem ersten Tag, wusste ich auch schon, dass ich Krebs habe und habe dann ein Semester durchgezogen und danach gesagt, okay, konzentriere ich mich mal gleich aufs Musikmachen, wer weiß, wie viel Zeit noch ist. Und habt ihr dann abgebrochen. Also ein Semester zu Ende gemacht und dann den Rest mir geschenkt. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Und von dem ein Semester hast du was mitgenommen auch? Oder? Naja, das war so ein bisschen komisch. Ich war ja quasi so die alte Oma da in der Klasse, weil die waren alle so 20, wenn überhaupt. Und ich war ja schon über 40, älter als auch die Lehrerin. Das war schon eine Erfahrung, aber ich war dann auch okay. Aber du hast ja schon deine Musik gemacht, natürlich. Und
Ging das auch dann mit der Schule dann? Oder wollten die einen dann? Also Pop ist für mich immer ABBA und so seichtes Zeug. Die Schule heißt so. Ach so. Deutsche Pop Akademie. Da kann man alles Mögliche machen. Da kann man auch Design lernen, da kann man auch Tontechnik lernen. Ich habe halt Projektmanagement gemacht, weil ich das eigentlich, also fürs Booking, für sowas alles. Ach so. Das mache ich ja alles Learning by Doing. Ja. Musste ich jetzt doch mal mit ein bisschen Englisch angeben. Also, ich wollte das mal so ein bisschen theoretisch aufarbeiten und vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen. Das war okay, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da, also ein Semester reicht dann auch nicht. Das wären insgesamt 3 Jahre gewesen, also ich wäre jetzt fertig geworden. Aber nur sitzen wir hier ist auch gut, also ist eigentlich viel besser. Aber das Leben ist ja auch eine gute Schule, ne? Und die Erfahrung, die man macht, das kann ja keine Schule vermitteln. Also ihr müsst euch ja, ihr vermittelt euch ja, euch ja selber. Also, dann lernt man es am Telefon am besten, immer freundlich zu sein. Auch wenn man die 5. Absage kriegt, beim nächsten wieder freundlich zu sein. Naja, das fällt mir nicht immer leicht, aber ich gebe mir Mühe. Apropos, ihr seid ja demnächst, euer nächster Live-Auftritt ist am 13. April. Tiefste Provinz, habt ihr das als Adjektiv dazu geschrieben oder ist das wirklich so? Das ist ein Theater. Ach so. Das ist ein Auftritt von Unbekannt Verzogen, also in unserer Vierer-Formation. Und das Theater heißt Tiefste Provinz. Ah ja. In Kremmen. Nördlich von Berlin. Der nächste Auftritt. Und bei, hatte ich auch gerufen, ihr als du, hatte ich mir auch rausgegeben. Na gut, wir gucken am 27.04. fällt mir spontan einen Rheinsberg. Genau. Also stand hier auf der Startseite. Ich habe natürlich auch eine Webseite steinlandpiraten.de. Du musst auf die Live-Termine gehen. Ja, ich hatte mir das auch rausgesucht. Warte, wir können das natürlich. Genau, Live-Termine. Aber es hat mir gerechnet, es ist in Rheinsberg, die nächste. Ach ja, hier am 27. April am Vogtfest Rheinsberg. Genau. Ist du schon draußen dann? Das ist bestimmt schon draußen dann. Schon draußen, ja, die Sonne scheint ja noch ein bisschen länger. Patti, und dann steht hier noch, du hast als Akademie Björn Schulz Stiftung gearbeitet. Also ich habe nach dem Studium 10 Jahre als Anwältin gearbeitet und wusste nach den 10 Jahren, bis zur Rente schaffst du es nicht, gesund zu bleiben mit dem Job. Und habe dann bei der Björn Schulz Stiftung angefangen, also völlig ohne Juristerei, Veranstaltungen organisiert, Ehrenamtliche betreut. Und bin jetzt aber bei einem deutschen Dachverband für Selbsthilfegruppen für chronische Seltenerkrankungen und mache da Rechtsberatung wieder für Vereine, also wieder dann Juristerei. Ich hatte 5 Jahre Pause, das war auch gut. Und organisiere aber auch Veranstaltungen. Also alles. Alles Mögliche. Alles, ich sage mal, ich bin Mädchen für alles, aber mein Chef mag das nicht, wenn ich das sage. Das hört sich mal so. So Assistentin oder was? Referentin. Patti, wenn man jetzt Gründermann-Lieder singt, erstmal müssen wir sie alle auswendig kennen. Ich habe gesehen, ihr habt gar keine Zettel. Doch, du hast da. Ich habe nie Zettel mit. Also ich gehe nie mit Textblock auf die Bühne. Wie ist denn das? Das ist Sarkasmus jetzt hier. Was hat er gesagt? Das war jetzt Sarkasmus, weil sie eigentlich einen richtig dicken Texthefter hat. Die braucht sie sozusagen als Tool, als Sicherheit. Sie kann die Texte, aber sie braucht den immer vor den Augen als Sicherheit. Also wenn der nicht da wäre, könnte ich einpacken und nach Hause fahren. Jura studieren gehen. Wahrscheinlich hat das eigentlich meine Gehirnzellen, meine Merkzellen. Die sind alle voll von Mist. Aber das Publikum kennt, ist ja auch mittlerweile textsicher geworden, nicht? Die können einem ja aus Apache helfen dann. Naja, wenn wir die Hits spielen würden, würde das Wellen auch einfacher. Ja, aber doch passiert schon oft, dass aber die mitmachen. Da merkt es ja dann auch wieder eigentlich keiner, wenn du da mal ein bisschen den Text improvisierst. Oder geht das gar nicht beim Singen, dass man auch immer. Also ein paar Sachen improvisiere ich gerne. Also ich baue auch gerne mal Sachen ein. Aber das sollte, wenn ich das mache, ist das okay. Aber wenn ich das dann machen muss, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, dann werde ich gleich nicht mehr locker im Kopf und dann ist das eigentlich auch vorbei. Also ich brauch meinen Texter. Meine Textmappe, das ist meine Bibel. Aber hast du keinen Prompter oder kein elektronisches Gerät, lieber Papier? Das ist besser, weil wenn der Akku ausfällt, das ist dann auch doof. Ne? Einige Kollegen merkt man ja, wenn die dann beim Singen, dann wird la la la, ja 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 gesungen, so machst du das dann auch so? So. Also, ich möchte es jetzt nicht machen, dann grenze ich auch raus, aber so füllen, also die Textpassagen füllen mit la la la, ja ja ja. Nee macht sie nicht. Also, das wäre mir auch zu doof. Also damals, als ich noch nach Schallplatten und Schlager gesungen habe, wenn das da reingepasst hat,
Aber selber? Nee. Ich sag höchstens Scheiße ins Mikro, wenn mir Text einfallen ist. Aber das Live ist live. Was soll's? Sag mal, das sind ja nur Texte, hat ja ein männlicher Mann geschrieben, wenn man die als Frau singt. Ein männlicher Mann? Wenn man die als Frau singt, so in der Position, also aus der Position auch eines Mannes heraus, gibt es ja bestimmt so ein paar Sachen. Wird da der Text auch ein bisschen angepasst denn, aus der Sicht der Frau heraus? Also ich glaube, ich verstehe die Frage. Schön. Aber die Songs, die wir uns ausgesucht haben, die singe ich als ich. Ja. Also ich musste da auch nicht irgendwie, irgendwie so tun, als ob da eine Frau singt oder so. Ich singe das schon als Frau und ich meine das auch, was ich denn da singe. Aber wir ändern die Texte nicht, um das dann irgendwie zu gendern. Heißt das so? Ja. Wahrscheinlich, sag mal. Wunderfrau. Ist der Lieder von Wunderfrau. Von Gerda Wunderfrau. Also, wenn wir noch eine Band machen, dann heißt man Gerda Wunderfrau. Wundermann aus Sicht der Frau gesungen. Jo. Ja. Das war das Stichwort Singen wieder. Würde mich freuen. Wir würden uns alle freuen, weil sie wieder noch zwei Songs hören würden. Dazu gehen unsere Gäste auf unsere große Bühne für die Radio Hörer Seismar beschrieben. Und es gibt den zweiten großen Applaus heute für Steinlandpiraten. Hey Fuchs! Wir spielen jetzt mal drei Songs aus der Ecke eigene Sachen. Also nicht vom Wundermann. Ja. Und das erste passt gut zur Location. Willst du kurz die Geschichte erzählen? Der göttliche Blues. Wenn Gott wirklich da ist, dann ist es eine Frage.
Das nächste Lied, das wir spielen wollen, ist ein besonderer Song. Der heißt Lautloses Tropfen. Der ist auch neu entstanden. Und den Text dazu hat Andreas Hehle geschrieben, ein Freund von uns, Texter, der selbst schwer vom Krebs betroffen ist. Und der im Rockradio Svalbard hatte seine Zeit. Ah, stimmt. Das ist ja eigentlich bekannt, dem Rockradio Publikum. Und er hat die Erfahrung seiner Chemotherapie aufgeschrieben. Wir haben daraus ein Lied gemacht. Und das wollen wir jetzt mal spielen für Andreas. Thank you.
Tod, lass mich entkommen. Lass den Krebs aus mir fliehen. Lass mich noch ein paar Jahre liegen. Noch ein paar Kreise ziehen. Lautloses Tropfen, farbschwaches Gift. Stundenlang warmes Harren, bis die Nebenwirkung trifft. In alle Nervenbahnen und das Denken wird banal, wie das Riechen und Schmecken, das Leben wird schal. Lautloses Tropfen, farbschwaches Gift, kann mir das Leben nicht nehmen und nicht das, was es mir gibt. Nicht meine Liebe zum Lautsein, meine Liebe für ihn, nicht meine Liebe zur Liebe und erst recht nicht die Liebe zu Berlin. So, willst du was sagen zu dem nächsten Lied? Wir spielen jetzt einen Song, zu dem uns unter anderem Anders inspiriert hat. Anders ist ein Whistleblower und heute ist auch hier Jens Schulze, den habe ich schon eingekauft. Der würde nach dem Song jetzt bei Klaus ins Mikro sprechen und was zu Anders noch erzählen. Und ja. Genau. Und er hat, Anders ist dänischer, ehemaliger Angehöriger der dänischen Armee, der Dinge aufgedeckt hat und der uns inspiriert hat, folgendes Lied zu spielen. Die Welt muss wissen. Denn die Welt muss wissen, was ich weiß.
ausgegraben hinter Mauern und das lege ich nun hinter Glas. Das plagt mein Gewissen heiß, schweigen würde ich zutiefst bedauern, die Welt soll lesen, was ich las. Heute zu Gast in Speichers Rock und Blues Gravel, ich habe das Rohr hier hochgegeben. Rheinland Piraten, Patti Heidrich und Carsten Schützler. Ihr habt ja gerade ganz aktuelle Sachen besungen sozusagen und auch verschiedene Themen, geht es ja um verschiedene Themen und ihr habt dazu auch einige Sachen mitgebracht. Einmal geht es ja, um Andreas Hehle, um seine Krankheit auch. Patti, du hast ja auch mit der Krankheit zu kämpfen. Hast du das auch schon vertont, so in der Form auf die Bühne? Ich habe es selber nicht geschafft, darüber, also so einen Text zu machen, habe ich nicht geschafft, wird wahrscheinlich irgendwann noch erleben. Aber weil ich das selber nicht hingekriegt habe, habe ich Hele gefragt. Also wir haben uns beim Gedenkkonzert für Holger Biegel getroffen und er hatte seine erste Chemo hinter sich und das sah ja auch gut aus, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht gefragt. Und dann habe ich gesagt, es wäre irgendwie toll, wenn wir mal so einen Chemo-Song hätten. Und hat er gesagt, ja, mach ich. So, und dann war der halt da und er ist halt danach leider wieder erkrankt. Also der Song war Gott sei Dank vorher schon fertig. Wir wussten auch nicht so genau, wie man jetzt damit umgehen kann, man den jetzt veröffentlichen oder nicht. Aber er fand es okay, ich meine, was soll das auch, ne? Es muss ja raus. Und wer soll das machen, wenn nicht wir? Also das würde wahrscheinlich ein Gesunder sich nicht trauen. Und ich glaube aber, wir können uns das jetzt trauen. Das haben wir uns hart verdient. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir ihn haben. Und heute habe ich das erste Mal geschafft, den durch, also ohne irgendwelche Gefühlsachterbahnen. Also die habe ich ja trotzdem, aber es ist halt so schwer, weil das bei mir natürlich geht auch mein eigenes Jahr nicht auf. Ja, ja. Und dann vor Leuten zu stehen, ist irgendwie doof, aber auf der anderen Seite will ich das auch. Deshalb bin ich ganz froh, dass das heute geklappt hat. Ja, du hast ja deine Krankheit, also auf die Abläufe an Facebook konnte man dich ja auch schon mitverfolgen, aber es ist natürlich was anderes, wenn man es schreibt und dann wegpackt und dann lesen es irgendwelche Leute, die sieht man ja nicht. Wenn man dann auf der Bühne steht und darüber selber singt, ist das dann auch zum Teil so ein Annehmen? Also hast du ja sowieso angenommen, man hat es ja sowieso angenommen, geht ja gar nicht anders. Mhm. Und auch damit leben und sagen, hey, pass mal auf, ey, ich lasse mich von dir nicht das Leben ja nur bestimmen. Ich sag mal so, bevor ich auf die Bühne gehe, ziehe ich ja meistens was anderes an. Also ich ziehe ja nicht das an, was ich im Büro anhabe. Und male mich noch irgendwie so ein bisschen an, ist dann schon wie so eine bisschen Maske irgendwie eine Rüstung aufsetzen. Aber wenn ich singe, dann habe ich die Rüstung zwar so als Grenze, aber eigentlich macht man sich schon nackig. Also ich könnte nicht singen und sagen, naja, aber heute gebe ich nur 70%, weil das geht mir zu nah, das geht halt auch nicht. Also wenn dann, es geht nur 100% und manchmal geht es gut aus und manchmal nicht. Und gibt wieder, also bei Lustigen ist es ja nun kein Problem. Bei dem Song habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, weil ich auch weiß, dass eigentlich alle, die dann in den Konzerten sitzen oder stehen, ja auch wissen, dass ich selber krank war. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, also es ist einfach anderes. Also es kann auch sein, dass wir den Song, also wir machen den ja dann auch mit Unbekannt verzogen. Es wird wahrscheinlich Konzerte geben, wo ich sage, heute nicht. Also er wird dann spontan gestrichen. So passiert aber anderen Songs auch. So, es ist einfach so. Ja, ich denke, es gibt meistens mal einen kräftigen Applaus nochmal. Hey, Fuchs! Ja, für den Mut, damit so offen umzugehen. Patti, ihr habt ja eine Menge Dinge mitgebracht. Wir haben ja gerade über Andreas Hehle gesprochen. Vielleicht kannst du es mal. Ja, muss ja sowieso. Also, achso, muss ja sowieso. Es gab ja zu dem Benefizkonzert am 22. Ja. März ja auch eine Versteigerung. Und wir haben, also Gary von Unbekannt Verzogen hat da ein paar Hi-Hats spendiert.
die zufälligerweise Jens ersteigert hatten. Wir haben die heute mit, also natürlich, dass wir für Gerry nachher nochmal ein Foto machen können, dass Jens die auch tatsächlich erhalten hat. Ja. Jetzt sind die, machen wir ja nochmal, also pressewirksam und so. Genau. Ich sag nur Pop-Akademie. Ja, da wollen wir gerade nochmal erklären, was wir hier alles so haben. Genau, also es ist quasi noch eine nachträgliche Übergabe jetzt der ersteigerten Hi-Hats von Gerry. Und zu dem Auto wird dann Jens selber jetzt nochmal was erzählen. Das ist ein Becken. Beziehungsweise also zu anders. Ne, diese schnell, schnell, schnell. Du warst ja da drin, ein Becken. Nee, das wird ein Hi-Hats. Vielleicht ist man so besser. Ach so, ja, genau. Das kann man zum Schlagzeug spielen. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist halt, also das ist echt. War ich schon. Es ist kein Druck. Genau. Ja, wir müssen ja für den dummen Moderator und für die Radiohörer, die es nicht sehen können, ja auch nochmal erklären. Ja, lass es mal klären. Ja, geht nicht. Nee, ist zusammengeschraubt, okay. Funktioniert nicht. Das war das eine, aber wir haben eine Webcam, da kann man das ja genau, kannst du ja nochmal die Kamera halten. Und die Radiohörer, die aktiven Radiohörer, wir sehen es ja. Ja, dann so, nehmen wir jetzt mal ab, jetzt kommen wir mal zu dem Auto. Jetzt kommen wir zum Auto. Das wurde übrigens gebastelt von einer Dame, die vorhin gegrüßt hat hier, von der Ostsee. Und aber worum es sich handeln tut, erzählt Jens persönlich. Ja, einen wunderschönen Abend. Die Steinland-Piraten haben vorhin schon sehr schön so eine Kurzfassung zum Thema Whistleblower gegeben. Wenn man Whistleblower nicht persönlich kennengelernt hat oder kennenlernen durfte, muss ich vielleicht sagen, könnte man denken, schöner Polizkrimi, der Regisseur hat maßlos übertrieben. Ich kann sagen, es ist nicht so. Es ist im wahren Leben noch viel, viel schlimmer. Anders Kærgaard, 1972 in Dänemark geboren. Mitte der 90er Jahre wurde er da im großen Umbruch auf der Welt stolzer dänischer Offizier, Gardeoffizier in Kopenhagen, wollte die Welt retten. Das war wirklich auch, sag mal, im Nachhinein, das sieht er heute genauso, seine naive Meinung, die wurde leicht angeschlagen in den Folgejahren. Er landete irgendwann in Afghanistan 2004, 2005 im Irakkrieg. Er war inzwischen Nachrichtendienstoffizier, das heißt Aufklärer in vorderster Front. Er hat dort die Aufgabe gehabt, die Bewegung gegnerischer Kräfte aufzuklären, das heißt wirklich auch die Gefahrenlage für die eigenen. Dazu gehören zum Beispiel Videoaufnahmen. Die Videoaufnahmen hat er natürlich auch von eigenen, während Verhöre zum Beispiel gemacht. Dabei kam zum Schluss eigentlich raus, die Kriegsverbrechen liegen auf der eigenen Seite. Mit diesen Videoaufnahmen ist er zum eigenen Vorgesetzten gegangen. Der hat das natürlich nicht ganz so gesehen als Kriegsverbrechen. Der hat das Problem in anders gesehen, hat ihn zum Verräter gestempelt, das heißt der dänische Staat hat ihn zum Verräter erklärt, er ist in der Öffentlichkeit so gebrandmarkt worden, seine Familie hat sich von ihm getrennt, also wirklich alle, seine Freunde, seine Kollegen haben ihn so betrachtet, zum schweren Kriegstraumata kam also jetzt hinzu, schweres Mobbing, alles was man sich so vorstellt, psychische Erkrankungen, Arbeitsunfähigkeit, also bis zum Letzten. Alles, was es da in diesem ganzen Spektrum halt gibt. Auf der anderen Seite ist er natürlich dadurch, dass er in die Öffentlichkeit gegangen ist, auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen positiv aufgenommen worden. Er ist 2013 zum Beispiel hier in Berlin gelandet. Freudscher Effekt. In Berlin gelandet und hier habe ich ihn auch kennenlernen dürfen. Er hat seitdem sein Kriegstraumata natürlich nicht überwunden. Ich denke mal, das wird auch Zeit seines Lebens nicht wieder weggehen. Er hat aber aufgebaut einen Verein, und zwar Veron, DK, muss man dazu sagen, also Dänemark, für Whistleblower. Das ist ein Verein, der anderen Whistleblowern hilft, beziehungsweise Menschen, die der Meinung sind, hier stimmt was nicht, auch ein bisschen den Weg ebnet und ihnen vor allem erstmal erklärt, was passiert. Es ist eben halt nicht einfach, ich schreibe eine Online-Anzeige bei der Polizei und bekomme da womöglich noch ein Lob von der Öffentlichkeit, sondern es ist genau das Gegenteil.
Also steht wirklich, ich sag mal, der dänische Staat und auch woanders stehen alle gegen ihn. Im letzten Jahr hat es zum Glück eine Irak-Kommission gegeben. Das heißt, Iraker haben geklagt gegen den dänischen Staat, also ganz konkret auch gegen den Präsidenten Dänemarks. Und der Richter hat nach etlichen Monaten festgestellt, die Videos, die Anders gedreht hat, zeigen durchaus Kriegsverbrechen. Die Irakis haben Recht bekommen. Anders hat natürlich nicht Recht bekommen, also Anders stand hier gar nicht zur Disposition. Aber das hat ihm psychologisch erstmal wieder einen Auftrieb gegeben. Er ist in der Lage, wieder einigermaßen, ich sag mal, politisch zu arbeiten. Das heißt, er hat auch im letzten halben Jahr zum Beispiel einem Whistleblower geholfen, der in der Arbeitslosenversicherung, die es in Dänemark gibt, Missstände aufgedeckt hat und dort in die gleiche Rolle wie Anders gerutscht ist. Leider wohnt Anders in einer recht abgelegenen Gegend, in einem Dorf in Fünen, nicht mehr in Kopenhagen wie früher mal. Und er kann also von dort aus seine politische Arbeit nicht leisten. Und dänische Freunde sind auf die Idee gekommen, Künstler für Anders zu sammeln. Sein Fahrrad hilft ihm halt nicht weit. Und haben gesagt, er braucht einfach ein kleines, altes Auto. Egal, es muss einfach rollen. Es muss ihn wieder in die Arbeit zurückbringen. Er muss anderen helfen. Er muss sein Wissen zur Verfügung stellen. Und ja, das Ganze ist in dieses Land gerutscht. Die Steinland-Piraten haben es dankenswerterweise zum Beispiel am Wochenende in der Volksbühne mit aufgegriffen. Brigitte hat dieses wunderschöne Auto gebastelt als Spendenbüchse. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Und Anders hört uns vielleicht sogar nachher noch zu. Ja, und gibt es da auch eine Webseite, wo man das nachlesen kann nochmal? Also auf Veron.dk, ich betone das DK, weil es gibt auch eine DE-Seite, die zeigt aber was vollkommen anderes. Also bitte das DK dahin. Es gibt also auch die, neben der dänischen Fassung, auch die englische Fassung. Ich habe auch noch kleine Flyer mit. Ich würde die einfach mal nachher hier hinlegen. Da steht eine Kurzfassung und auch so ein paar kleine Links, wo man einfach suchen kann. Auch wie sich Anders Kergaard schreibt. Da kann man besser googeln. Und ja. Ja, Jan, schönen Dank erstmal. Und wer will hier von den Gästen, der kann hier noch was reintun heute. Genau. Würde das Auto heute Jens mitgeben, dass wir das leerrollen und dann überweisen können. Hier auf den Tisch für den Fall, dass sich jemand hier nicht rantraut an uns. Sehr gut. Ich würde es. Danke, Jens, und gib einen Applaus. Hey, Fuchs! Ja, und du hast ja noch mehr dazu stehen. Moment, ich wollte erstmal abarbeiten, was auf dem Klavier steht. Also, ihr habt eure CDs mit, man kann euch digital mit nach Hause nehmen, ist ja gleich Ostern und das wäre ein tolles Ostergeschenk zu Ostern. Verschenkt ihr einfach an eure Lieben. Ist ja bald Ostern, stimmt. Die Steinland-Piraten mit Lieder von Gerd Gundermann, so viel Zeit muss sein. Also kann man, da steht eine große Kiste, könnt ihr nachher nach dem Konzert gerne erwerben. Patti, was steht jetzt hier rechts noch neben dir? Hast du deine Schuhe mitgebracht? Na, ich habe sonst immer die Schuhe an und heute bin ich mit so dicken Wollsocken, weil es wirklich früher kalt war und mit den Schuhen los, aber mit den Wollsocken komme ich nicht in meine Auftrittsschuhe rein. Da habe ich mir gedacht, aber wenn sie mit sind und es ist ja mein Markenzeichen inzwischen geworden, dann muss ich sie wenigstens auf Klavier stellen. Deshalb stehen die da und daneben stehen Badelatschen für meine Freundin Editha. So, damit ich die nicht vergesse, muss ich die auspacken, weil sonst bin ich so eine vergessliche Trolle. Und dann haben wir da noch Kühlschrankmagneten. Ah ja. Die verschenken wir und am liebsten an Menschen, die vorher was ins Auto geschmissen haben. Und daneben ist eine Dose, da steht Pernod drauf, da ist aber kein Pernod drin. Das, dazu kommen wir nachher vielleicht noch. Das ist Überraschung. Ach so, gut. Und ehe ich da mit Carsten noch mal ein bisschen rede, würde ich sagen, macht er noch mal Musik. Ja. Und das ist jetzt wieder eine Gelegenheit für das Publikum in Speichers Rock- und Blues-Kneipe für einen tosenden Applaus. So ein Lied über Mobbing. Es stammt aus einer Zeit, als es das Wort Mobbing wahrscheinlich noch gar nicht gab. Da muss ich natürlich erstmal wieder stimmen. Ist auch ein Song von Gerd Gundermann. Torero.
ob wir Hörner in den Kopf, so werde ich zum Vieh. Von euren geilen Fressen tropft der Schaum der Hysterie. Alle gegen einen, einer gegen alle, alle auf den Beinen. Schon muss ich dir entgehen. Du drehst dich und wie immer sucht nach meinem Herz dein Ding. Wie dreckig muss es ihnen gehen, dass sie so wie eben ab und zu einen sterben sehen wollen. Vielleicht ihr stehen alle gegen einen, einer gegen alle, alle auf den Beinen und einer in der Falle. Erfahrungen in Beziehungen haben. Ist das schon ein Song? In längeren Beziehungen. In längeren Beziehungen natürlich. Ich kann mich nicht erinnern. Heute sage ich wenigstens, was Schönes kommt.
Katzen gestorben. Der böse Nachbar hat die Scheiben alt geworden. Mein Konto ist leer und der Weinkeller auch. Du, ich sitz noch hier und starre auf meinen Bauch. Gestern hab ich von dir einen alten Schlüpper entdeckt. Den hab ich wie ein Schatten an meinem Kissen versteckt. Im Traum hab ich grad deinen neuen Ficker gekillt. Und ich steh vor deiner Tür, doch da hängt dein Schild. Da steht, ich kann mich nicht erinnern, warum ich grad bei dir hängen geblieben bin. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Ich kann mich nicht erinnern, warum ich grad bei dir hängen geblieben bin. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Folgenden Song im Endspiel hat Gundermann immer Dinge, hat er vorher Dinge auf Dachböden zusammengesucht und dann hat er die im Publikum verschenkt. So alte Sachen, so Ostsachen. So weit gehen wir nicht. Wir verschenken nur Kühlschrank. Wieder von Wir hatten heute live von Speichers Rock und Blues Quartett. Carsten. Jo.
Jo. Bei dir, du hast eine Webseite carsten-schützler.de. Oh ja, ja. Hm. Das ist schon sehr alt, alles dort. Ja. Das ist, ich sag mal kurz nochmal dazu. Also diese Sache, carsten-schützler.de, das habe ich alles gemacht, bevor ich Patti kennengelernt habe. Aha. Ja. Das waren so Sachen, die man im Internet gemacht hat. Also gab es so Foren, damals gab es Facebook und so MySpace und so weiter. Das war erst sozusagen in den Kinderschuhen. Da gab es so Foren, hat man mit anderen im Internet Musik gemacht. Das habe ich dann alles dort sozusagen da reingestellt. Und im Prinzip hat sich das dann fundamental gewandelt. Ja, nachdem ich Patti kennengelernt habe, unbekannt verzogen, die kannte die Band auch nicht. Als ich dann da eingestiegen bin als Bassist und so weiter, habe ich diese Seite im Prinzip gar nicht mehr weitergeführt, großartig. Aber ist ja immerhin ein Kind deiner Idee. Ja, das schon. Und vor allen Dingen die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, also was Songwriting betrifft, was Demoproduktion betrifft und so weiter, das konnte ich dann gut einbringen in die Band und auch in das Steinland-Piraten-Projekt und so. Ich war ja eine ganze Zeit lang ausgestiegen aus der Musik, hatte ja sozusagen angefangen Musik zu machen. Und irgendwann habe ich das dann aber eingestellt, weil ich dann geheiratet habe, Kinder bekommen habe und habe mich dann um die Kinder gekümmert und habe gesagt, Kinder erziehen und Kinder großziehen ist meine Hauptsache. Und habe dann nur noch nebenbei so Musik gemacht. Und erst als die raus waren, die Kinder, bin ich dann wieder sozusagen, habe mir dann war ja mittlerweile auch die technischen Equipments waren dann so weit, dass man selbst zu Hause Home Recording Musik machen konnte. Und habe das dann angefangen und habe dann auch wieder mit Unbekannt verzogen angefangen, Live-Musik zu machen, ernsthaft. Du hast im ersten musikalischen Leben, was hast du da für Musik gemacht? Punk. Aha. Punk. Also Punk und Spaß und Fun und so weiter. Also nichts Ernsthaftes oder so. Ja. Also nee, also es war sozusagen, ich hätte jetzt nicht daran gedacht, ernsthafte Texte zu schreiben, ernsthafte Musiken zu schreiben, sondern musste immer Spaß dabei sein, musste immer Party. Und musste immer die Post abgehen, sozusagen. Du hast ja vorhin gesagt, auch Gundermann kanntest du noch gar nicht. Hm. Aber auf der Seite, ich will trotzdem noch mal vorlesen, für die Schuld aus dem an den ganzen Schlamassel stehen exemplarisch zwei Namen, die Notenbude und die Beatkiste, also zwei Sendungen des DDR-Rundfunks. Ja, das ist auch interessant, weil hier in Berlin hat man ja den Luxus gehabt, man konnte RIAS empfangen, man konnte SFB empfangen, die sehr gute Musiksendungen hatten. Aber es gab, gegen aller Vorurteile, gab es auch ein paar Sendungen am Ostradio, Stimme der DDR und so weiter. Und im Zusammenhang von DT64, die wirklich richtig gute Musik angeboten haben. Die nannten sich Notenbude und Beatkiste. Und da lief gutes Zeug und vor allen Dingen lief auch viel angesagte oder sagen wir mal weniger angesagte Ostmusik. Also liefen nicht die Pudis oder sowas, sondern lief die Bluesmucke oder Leute, also Jürgen Kehrt, der gerade eine neue Platte rausgebracht hat. Also so Sachen, die im Mainstream-Programm der DDR nicht liefen, die liefen in diesen Musiksendungen. Und das hat mich sehr prägt. Ja, übrigens ja. Die es nicht wissen sollte, die Beatkiste wurde ja auch noch von Frank Schöbel ins Leben gerufen. Franks Beatkiste. Könnte sein, ja, könnte sein, ja. Also ist schon eine alte Tradition. Ja, hatte ich also auch die DDR-Musik also doch geprägt? Also hast du nicht gesagt, nee, will ich nicht hören, sondern hast du auch. Naja, ich habe auch immer sehr gern deutschsprachige Rockmusik gehört. Und das war ja im Westen auch nicht so sehr angesagt. Es gab Lindenberg, da gab es eine ganze Weile gar nichts. Also fand ich zumindest, so habe ich es empfunden. Dann in West-Berlin gab es eine gute Szene und so weiter. Aber ich habe genauso gut ich kann mich erinnern, Prinzip zum Beispiel, gab es eine super geile Hardrock-Band. Diese ganze Blues-Szene habe ich verfolgt. Und so. Engerling war ein großer Engerling-Fan und so. Und interessanterweise, als ich auf Unbekannt verzogen gestoßen bin, wann damals, war das? 2012, Ende 2011, Anfang 2012, da hat mich die Art und Weise der Texte und die Umsetzung der Texte sehr, sehr an die alte Tradition erinnert. Ja, das waren ja Pattys Texte, das waren von Andreas Hehle und auch anderen, die dort, das war ja alles deutschsprachig und das hat mich echt berührt. Und als die gefragt haben, ob ich da als Bassist einsteige, haben sie sofort ja gesagt. Aber heute bist du mit der Gitarre da. Ja, heute bin ich mit der Gitarre da. Wie gesagt, der Unbekannte Person spielt den Bass und hier die Songs mit dem Bass zu begleiten. Ja, nee, das hätte auch was, Wunderfrau mit Bass. Wunderfrau mit Bass. Genau. Ja, also 2012 bist du dazugekommen und du machst ja auch Texte, du hast ja davor auch schon Texte gemacht und komponiert.
Jetzt, die Texte prägen dich doch dann aber natürlich von der Band Unbekannt verzogen, Steinbach geraten. Ja, ich hatte die Texte machen, habe ich auch so ein bisschen aufgehört, weil natürlich das, was Patti macht, und oder wir arbeiten zum Beispiel auch mit jemandem aus Frankfurt-Oder zusammen, der heißt Henry Martin Klemmt. Das sind ja Dichter. Ja, das sind Leute, die schreiben Lyrik. Und das ist natürlich ungleich besser. Und da das hängt mein Herz auch eher daran, diese schöne Lyrik zu vertonen, als selber Texte zu machen. Das mache ich zwar auch noch, aber nur mehr oder weniger so nebenbei. So, das ist nicht mehr so angesagt. Also mein Hauptaugenmerk liegt auf den Kompositionen und auf dem Vertonen der Songs. Also du hast ja auch dann die Gundermann-Sachen auch nochmal neu vertont? Nee, das ist so, dass wir schon die Originalkomposition spielen. Wir haben das nicht bearbeitet oder so, aber wir haben uns schon andere eigene Arrangements ausgedacht. Also diese, zum Beispiel das Niemandsland hier, wo wir ein Reggae draus gemacht haben, das ist im Original nicht so. Das, auch die Seilschaft, also die Band von Gundermann, die tourt ja noch, die sind ja unterwegs und so, super Band übrigens. Die spielen das natürlich nicht so, die spielen das eher im Original. Also, aber wir können uns den Luxus rausnehmen, wir können ein paar Sachen ein bisschen anders machen. Und aber wie gesagt, die Komposition verändern wir nicht. Übrigens wollte ich noch sagen, wer Fragen hat, natürlich im Publikum, im und aus dem Publikum kann die Fragen auch stellen. Vielleicht, was ihr schon immer mal wissen wolltet über die Steinlandpiraten, so viel Zeit muss sein. Ja. Ah ja, Jürgen. Ja, wie schnell habt ihr denn eure CD eingespielt? Also so vor 30, 40 Jahren hat der Band drei Kisten Bier genommen, ist in das Studio gegangen, hat zwei Tage gespielt und hat 20 Songs gehabt und die CD bzw. damit die LP war da. Wie lange arbeitet man denn heute, wenn man so eine CD fertig stellt? Also ist so, dass wir mit der Band Unbekannt verzogen, ja, haben wir ja auch ein Album rausgebracht 2016. 2017? 2017. Und das hat auch ewig gedauert. Da haben wir im Studio, haben wir es zwar eingespielt, aber dann mussten wir immer nochmal antreten, nochmal Overdubbings machen und Patti musste das nochmal einsingen. Das hat ewig gedauert, diese Produktion. Aber hier hatten wir sozusagen ja beide die Hoheit drüber. Und wir konnten sagen, ganz genau bestimmt, wie wir das machen. Und dadurch, dass ich so viel Erfahrung hatte im Home Recording und hatten so ein kleines Studio zu Hause, konnten wir die Grundbänder, sage ich mal, schon vorher für uns Demos herstellen, die schon relativ gut waren und so weiter. Und mit den Demos sind wir letztendlich zu dem Studio gegangen, haben gesagt, hier, das haben wir. Und darauf würden wir aufbauen. Und dann hat er gesagt, okay, super, ich brauche da noch das und das und das. Und das ist im Prinzip schon sozusagen, ist das schon fertig. Dann wird das neu gemischt und gemastert und so. Also wir haben das im Prinzip peu à peu in den Jahren, in denen wir zusammen sind, seit 2014 zusammenarbeiten, haben wir das im Prinzip schon vorbereitet als Demos und darauf konnten wir sozusagen aufbauen. Deswegen könnte man sagen, die Produktion ging ganz schnell, aber die Vorarbeit haben wir, ohne dass wir das ahnten, dass mal ein Album draus wird, selber sozusagen schon in den Jahren gemacht. Also so ein bisschen so ein Sonderfall. Natürlich geht das, man kann sich auch heute mit einer Band ins Studio stellen und wie die Beatles zum Beispiel ihr erstes Album einspielen, das geht auch. Und machen auch viele, aber so ist es bei uns jetzt nicht gewesen. Wir hatten sozusagen so den Glücksfall, dass wir das schon vorbereiten konnten. Bei den Gundermann-Texten, die Seilschaft hast du ja schon erwähnt, die haben ja auch zum Festival Musik und Politik gespielt. Klar, Gundermann, ihr macht Gundermann, es gibt ja auch noch andere Leute, die Gundermann interpretieren. Gibt es da so ein, mit dem man sich das vorher absprechen soll, die Nachfahren, also Angehörige, Gundermann Polizei oder irgend sowas, würde ich mal sagen. Nein, man muss sozusagen schon die Rechteinhaber fragen. Also in diesem Fall Buschfunk und vor allem Conny Gundermann, die Witwe sozusagen. Und die mussten wir fragen, die haben wir auch gefragt und die haben, aber das ging aber easy, die haben gesagt, die kannten uns auch. Also Conny Gundermann kennt uns auch und die hat gesagt, alles klar, mach das und so. Buschfunk hat erst überlegt, ob sie das auch rausbringen, in ihr Portfolio aufnehmen. Dann haben sie gesagt, als sie die ersten Bänder gehört haben, nee, das ist nicht unser. Und jetzt, als die LP fertig war,
Dann haben sie das fertige Ding gekriegt und gesagt, oh, das ist ja toll und so. So, können wir das nicht auch bei uns mit aufnehmen und so? Aber dadurch, dass wir einen Kumpel hatten, der uns sozusagen seinen Labelcode und Holy Music, der das rausgebracht hat und so. Und da haben wir gesagt, nee, wir machen das selbst. Alles in jetzt sind wir verheiratet, jetzt geht er nicht mehr. Das, Aber das Schöne ist, dass man ja alles selber machen kann. Wir machen Booking selber, Management selber, wir machen Werbung selber, weil ich auch Grafiker bin und so. Und bei Facebook diese ganzen Geschichten, also wir machen praktisch sozusagen alles im Eigenbau. Und die Platte haben wir letztendlich auch im Eigenbau gemacht. Und bei den Rechten würde ich nur noch kurz ergänzen. Also wir hatten zum Anfang auch ein paar Songs drauf, wo Gundermann sich die Musik, ich sag mal, geborgt hat. Und einen eigenen Text drauf gemacht hat, da hat Buschko gleich gesagt, also das kann langwierig werden, sich dann von den Verlagen da die Zustimmung zu holen. Also selbst wenn das Songs waren, die bei Buschko schon mal veröffentlicht waren, dann war das halt nur für die eigene Platte. Und da haben wir gesagt, na okay, dann lassen wir halt die Coverversion weg. Also wir hatten genug einfach. Waren wir jetzt nicht drauf angewiesen und den Stress wollten wir auch nicht haben. Also wir wollten Musik machen und nicht verwalten, letzten Endes. Und Fragen und. Ich könnte ja einige Titel gar nicht spielen von seinen guten Titeln. Also doch live können wir das spielen. Live kannst du das machen, aber auf eine Platte veröffentlicht ist nochmal eine andere Hausnummer. Und Gundermann ist auch sehr frei damit umgegangen. Ja. Der hat dann Refrains benutzt, aber andere Strophen gemacht und so. Der ist da wirklich sehr, sehr frei mit umgegangen. Aber er selbst hat ja auch nie eine Platte veröffentlicht mit Kofferversion, wie er immer gesagt hat. Weil er auch die Rechte nie bekommen hat. Aber live hat er die halt dann nicht gespielt. Und vielleicht noch eine kleine, also jetzt wirklich Nähkästchen zum Song Nummer 11. Ist der Torero, den hatten wir ja gerade gespielt. Der ist von der ersten, ne? Von der Amiga sogar. Das kann schon sein. Männer, Maschinen und Frauen. Ja, ja. Männer, Frauen und Maschinen. Genau. Und jedenfalls, also da war schon klar, wir haben uns immer mit Buschfunk und immer mit Conny und Linda auseinandergesetzt, welche Songs wir gerne möchten. Und die haben immer Daumen hoch, meistens. Und der Torero, den gibt es ja auch von Zilli. Da heißt er Alle gegen einen. Und Buschfunk hat dann gesagt, ja, die müsst ihr so und so anmelden. Da habe ich mich dann gewundert, weil da standen da als Texter nicht nur Gundermann, sondern auch noch Danz. Fand ich, okay, kann ja so sein. Aber auch noch bei den Komponisten. Und da habe ich mir den Song nochmal angehört, Alle gegen einen. Und der Text ist sehr ähnlich. Und auch von der Komposition, also du merkst, dass das, sag mal, beide Songs die gleiche Liga hatten. Aber es sind trotzdem zwei verschiedene Songs. Und da mussten wir uns dann schon ein bisschen, also ich habe dann gesagt, das ist wir machen den Gundermann, wir spielen nicht den Silly-Song. Und da hat Conny den einfach neu angemeldet, jetzt heißt er Torero, wie er eigentlich auch schon bei Buschburg veröffentlicht ist als Torero, so heißt die Platte, obwohl es den Song Torero nicht gab. Also haben wir eigentlich schon zwei erste Veröffentlichungen. Aber es hat so eine Sache passieren, das ist vorher keinem aufgefallen. Und ich konnte den nicht als Silly anmelden. Was ich mit ihm zum Beispiel wahrgenommen habe, war damals mit Lilo Reiser, da hat er eine Elektro-Kugel gespielt. Das war auch ein sehr schönes Konzert. Den hört man jetzt gar nicht im Radio, ne? Nee. Muss man sie lauter spielen. Also er hat gerade gesagt, dass er das erste Konzert erlebt hat, mit das, was Gundermann mit Rio Reiser im VEB Elektrokohle damals gespielt hat. Legendär übrigens. Ja, da hat er noch seine Konzerte verkauft. Da gab es auch keine. Guck mal her, die Radio kann ich ja gar nicht hören. Also. Ja, also wir haben ein sehr gut informiertes Publikum natürlich. Das heißt aber natürlich auch, man muss da richtig Tiefenrecherche machen, bevor man das auf die Platte bringt, auf die CD bringt, damit man nicht jetzt hier irgendwie gleich... Und interessanterweise, als wir angefangen haben, war ja von Gundermann, das war ja ein Geheimtipp. Ja, man kannte den ja nicht. Und die Leute, die Fans und so, die das weitergetragen haben, die Bootlegs ausgewertet hatten und so, das war eine kleine Gemeinde. Und erst jetzt sozusagen, oder im letzten Jahr, als der Film rauskam, zieht das jetzt breitere Kreise. Ja? Und es ist jetzt auch so, dass man Wessis zum Beispiel trifft, die sagen, Mensch, ich habe den Film gesehen und so, aber die Songs, die ihr spielt, die kamen ja gar nicht im Film vor. Und muss man ihm erzählen, dass Gundermann unfassbar viel produziert hat in der wenigen Zeit, die er eigentlich hatte. Und ein Song besser ist als der andere. Es gibt jetzt ein breiteres, dem Film viel, viel breiteres Interesse an dieser ganzen Geschichte. Und auch ein anderes Verständnis und so für diese ganze Materie. Ja, also ihr habt die CD mit, wer sie nachher auch mitnehmen möchte, gegen ein Entgelt natürlich. Und dann mit den Ostern verstecken möchte in 14 Tagen, kann sich nachher hier vertrauensvoll an Carsten und Patti wenden. Da gibt es auch. Ich habe eine Dufte, Dankeschön für die
Widmung hier drauf. Kriegt ihr dann doch auch, nehme ich an. Über einen Menschen, unseren einen gemeinsamen Bekannten, möchte ich noch kurz reden, bevor ihr dann nochmal auf die Bühne geht. Sven Marx. Sven Marx ist 2009, haben sie einen Tumor festgestellt, die haben sie entfernt. Dann wurde er zum Pflegefall erklärt. Er hat gleich gesagt, war's, Bett, und dann wartest du, irgendwann bist du abgeholt. Hat er sich nie mit abgefunden, weil er war vorher sehr sportlich aktiv. Er hat sich dann ein Fahrrad genommen, ist immer größere Strecken gefahren, eine kleine Weltreise gemacht und hat gesagt, wenn er das 50. Lebensjahr erreicht, wird er einmal mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Das hat er zum Glück erreicht. Er ist am 23.04.2017 vor dem Brandenburger Tor mit seinem Fahrrad auf Welttournee gegangen. Steiner und Piraten waren mit dabei, die haben auch einen Song dazu gemacht. Und er ist zurückgekommen am 23.09.2018. Wir von rockradio.de haben ihn das letzte halbe Jahr alle 14 Tage aus Thailand, aus Japan, aus Australien und wo immer war, mit Interviews begleitet. Und Sven Marx, da freuen wir uns sehr, macht mittlerweile bei uns eine eigene Radiosendung. Alle 4 Wochen zwei Fahrradfahrer eine Meinung. Könnt ihr euch dann auch mal anhören, wenn ihr wollt, auf rockradio.de. Da werden natürlich Themen ums Fahrrad besprochen. Patti, wie seid ihr denn eigentlich an Sven gekommen? Das überlege ich auch gerade. Ich vermute mal, das wird Internet gewesen sein. Also kann ich mir gerade nicht anders vorstellen. Und auch nach MySpace, also das wird auch schon Facebook-Zeit gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Also wir haben ein Buch gelesen. Ich mache auch im November eine Lesung mit ihm. Er kann ja dadurch, dass er doppelt zieht, also der Tumor ist ja noch drin. Und er hat heute seine zweite Bestrahlung gehabt, 2 von 30, die insgesamt anstehen, und hat halt so sieht alle doppelt, nicht nur schielend, sondern halt wirklich immer 2 Bilder und kann halt da nicht lesen. Das mache ich im November mal mit und da freue ich mich sehr drauf, bin aufgeregt, weil ich habe nicht das Gefühl, eine Lesestimme zu haben, aber ich kann das Buch ja nicht singen. Wir haben uns irgendwann getroffen, wir haben dann den Song für ihn geschrieben, Barrierefrei, wo wir dachten, das ist irgendwie ein lustiges Lied von Behinderten. Ich kann das ja wieder machen, ich bin ja behindert, also wirklich. Also auf dem Papier, ansonsten verlinke ich mich nicht so, aber wenn man sagt, dann machen wir das und was Lustiges, weil viele sind immer so gleich betroffen, ne? und dann kriegst du Mitleid und so, und Sven ist ja gar nicht so, der will das auch nicht und ich will das auch nicht, und haben wir gesagt, da muss man was machen, wo man ein bisschen schunkeln kann oder mit dem Rollstuhl auch ein bisschen drehen. Ja, so kam das, aber ich weiß nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben. Das wäre die Hauptsache im Arzt. Aber wir haben uns lange vor der Tour dann mal im echten Leben getroffen und Shisha geraucht und gequatscht. Und dann war das so. Und dann fuhr er los. Und dann fuhr er los. Dann hat es abgehauen. Wie das immer so aus dem Leben. Ja, das ist einer von der noch weiteren vielen Projekte oder Sachen, mit der ihr euch beschäftigt. Wie geht's denn jetzt weiter? Also außer nach dem Konzert werdet ihr wahrscheinlich nach Hause fahren. Und wie geht's denn weiter? Ich meine musikalisch natürlich. Und mit der Musik. Sind immer noch, gibt es so einen Stapel Wunschtexte von Gundermann, die noch umgesetzt werden sollen oder neue Sachen? Das ist eine gute Frage. Das Thema lässt sich, glaube ich, nicht ewig weiterführen, weil es nur eine begrenzte Anzahl an Songs auch gibt, weil er 98 gestorben ist. Und aber wir werden andere Sachen machen. Also wir werden Sachen, die dem nahe kommen, also wir haben, wie gesagt, ein 20er-Jahre-Programm in Arbeit und andere Sachen, da fällt uns garantiert irgendwann ein. Oder wir machen Mischprogramme oder so. Auf jeden Fall wird das weitergehen. Wir werden das zu zweit weitermachen und die Band Unbekannt Verzogen, da gibt es jede Menge Ideen und jede Menge neue Texte und Songideen und so. Das geht dann schon voran. Und barrierefrei, den Song werden wir gleich mal spielen. Da kommt auch die Pernod-Büchse übrigens ins Spiel. Ach so, ja, dann klär das doch mal auf, Patti. Ja, das ist gar nicht weiter so. Was dabei, sondern wir haben hier eine Kazoo da drin, weil wir haben eigentlich spielen wir das mit der Band, da spielt Patti Synthesizer, und die können wir aber sozusagen, den Synthesizer können wir nicht immer mitschleppen. Und dann haben wir ein Blasinstrument uns gebastelt. Und weil da vorne selbst die klebt, damit es nicht kaputt geht, hat Patti jetzt
diese Verpackung, die Pano-Büchse sozusagen dafür ausgesucht. Genau. Carsten, die spürst du ja auch. Ja, ja. Ich hält mir die praktisch sozusagen an den Mund, dann muss ich die. Als nächstes Instrument kommen, gibt es da Wünsche? Naja, mal gucken. Vielleicht ein bisschen Klavier oder so. Vielleicht ein bisschen erweitern oder so. Klavier in der Größe wird schwierig, oder? Naja, es gibt ja auch jetzt so 60 Tasten oder 64 Tasten Klaviere, wo man dann Oktaven schalten kann. Mal gucken. Ja, du hast jetzt gerade das Stichwort erwähnt. Ihr werdet jetzt nochmal spielen. Da freuen wir uns drauf. Und machen wir jetzt sozusagen durch bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Ja, würde ich vorschlagen. Ja. Okay. Schönen Dank. Ja. Die Steinbahn-Piraten heute zum ersten Mal live in Speiches Rock- und Blues-Kneipen. Kneipe. Das ist ja noch ein Spiel. Du hast auch schon den Blick von Sven gemacht. Ja. Dann will ich mal kurz noch erwähnen: Wir machen am vorkommenden Sonntag eine Sendung. Jürgen, vielleicht kannst du ja noch mal dazu was sagen. Wir machen jetzt zusammen auch noch eine Radiosendung. Wir sind ja damit voll im Trend, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, ja, wir beide machen am Sonntag eine Sendung und zwar aus den Räumen der Berliner Geschichtswerkstatt in Berlin-Schöneberg, Goldstraße 49. Und es geht da um Heimat und Heimatklänge. Ich habe im Laufe der letzten Jahre immer mal Musik gesammelt mit Stücken, wo das Wort Heimat drin vorkommt. Also da ist man reichlich bedient mittlerweile und es wird auch immer interessanter scheinen mir. Und wir sind ja voll im Trend. Es gibt ja mittlerweile drei Ministerien in Deutschland, die das Wort Heimat im Titel haben. Ein Bundesministerium und eins in Bayern, in Nordrhein-Westfalen. Und als vor 3 Jahren die Flüchtlinge kamen, da ging auch hier bei uns die Diskussion los. Wo ist denn die Heimat der Leute, die kommen? Was ist denn eigentlich unsere Heimat? Und man kann das auch mal ein bisschen anders anpacken als triefende Heimatgefühl, was in Westdeutschland in den 50er Jahren in den Spielfilmen verewigt wurde. Die spielten dann in Bayern oder im imaginären in der Lüneburger Heide. Und ich habe eine ganze Reihe von Stücken zusammengetragen, aber auch Texte, die mir so ab und zu mal auffielen. Auch in den letzten Tagen, wenn man die Tageszeitung liest, Leserbriefe oder Meldungen, taucht das immer mal wieder auf. Und am Sonntag ist ja auch ein Lied gesungen worden, was in der DDR sehr bekannt war, was die jungen Pioniere alle gesungen haben. Und ich war völlig überrascht, dass plötzlich der halbe Saal dort in der Volksbühne dieses Lied Unsere Heimat mitsang. Das war aber nicht zu Ende gesungen worden, sondern nur die ersten 6. Wir spielen das am Sonntag und ich habe auch noch ein extra Gedicht dazu gefunden von Peter Ensikat, der das mal leicht verändert hat. Also man sollte sich das anhören und wir beide unterhalten uns ein bisschen. Ich werde dich dann fragen, du wirst mich fragen. Und ein paar Gäste werden auch da sein, die vielleicht auch noch ihren Senf dazu geben können. Sag mal nochmal, wo? Ja, ich sag nochmal, wo es ist, in Berlin-Schöneberg. In der Goldstraße 49, das ist in der Nähe U-Bahnhof Eisenacher Straße, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Ja, danke Jürgen. Die nächsten Live-In- und Ausspeiches Rock- und Blues-Kneipe sind dann der 9.4. Das Dirk Zöllner hier zu Gast. Dann haben wir am 16.4. Off the Road, eine junge Berliner Band aus dem Prenzlauer Berg, die eigentlich sehr laut spielen. Die haben sich extra ein Akustikprogramm aufgedrückt. Und am 23. haben wir hier den Geiger Georgi Jorogorov hier zu Gang. Und am 30.04. die Westberliner Band Hanno Brun Gang. So, das war die Vorschau. Georgi Gogov ist übrigens derjenige, der bei Am Fenster von City das Thema ist. Gang-Thema. Ich muss jetzt echt mal sagen, der stand vorhin am Fenster. Was? Der stand vorhin. Jetzt nochmal live, Steinbahn-Piraten, und dafür gibt es nochmal einen Toast und Applaus aus Spanien. So, wir spielen jetzt. Patti spielt halt selber mal die Trompete. So, den Song Barrierefrei für Sven Marx, der um die Welt geradelt ist, trotz eines Tumors. 1, 2, 3, 4.
fehlt dir ein Bein oder ein A oder ein Blick, fehlt dir Geräusch oder vom Himmel ein Stück, ist eine Schraube locker, hat die Seele ein Loch, das ist einerlei, ist dein Herz mit dabei. Jetzt kommt hier und mittendrin, mit unserem Leben auf der Reise. Der eine fährt Fahrrad um die Welt, er tanzt auf dem Vulkan, sie mag sehr leise. Jeder Mensch ist wie ein rohes Ei. Wir sind mehr als nur barrierefrei. Was kannst du sehr gut? Wo wohnt dein Steckenpferd? Kann dich es füttern, ist nicht umgekehrt. Was fehlt dir nicht? Wie anderen der Mut und liegt vielleicht auch mal eine Flinte im Korn. Wir schüren unsere Lust mit neuer Glut, immer wieder von vorn. Jetzt und hier und mittendrin, mit unserem Leben auf der Reise. Der eine fährt Fahrrad um die Welt, sie malt und er schreibt Lieder auf seine Weise. Jeder Mensch ist wie ein rohes Ei. Wir sind mehr als nur barrierefrei. Gut, dass du ganz eigen bist, dass dein Gesicht erkennbar ist. Raubst man dann die Bequemlichkeit, die sie schrumpfen lässt ins Grau. Deine Farben in diesem Spiel kannte noch keiner so ganz genau. Jetzt und hier und mittendrin, mit unserem Leben auf der Reise. Der eine fährt Fahrrad um die Welt, ich tick nicht ganz richtig und ihr habt ne Meise. Jeder Mensch ist wie ein hohes Ei. Wir sind mehr als nur barrierefrei. Mal sagen, es ist ein Mädchenlied. Es ist ein Film. Sie fährt nochmal in deine Stadt, lange nach dem Ende, lange nach dem letzten Kuss. Sie wünscht sich seine Hände, und kriechen aus den Gulli. Ganz tief in sie hinein, würden malen, bleib du hier. Doch diese Stadt liegt grau und öde, nicht meine angelehnte Tür. Diese Stadt macht Menschen blöde. Das Ende, Zeit verrechnet sich nie. Hoffnung ist nichts als Legende, sie legt dich nur übers Knie. Wenn Warten zählt immer das Ende,
Feuer war geliebt und ihre Einsamkeit blieb an diesem Gleis, ich ohne Zeuge. Bahnhof lädt nie zum Leben ein, wer hängen bleibt, hat Furcht. Niemand steigt hier gerne aus, am besten man fährt durch. Im Wappen zählt immer das Ende, Zeit verrechnet sich nie. Hoffnung ist nichts als Legende, sie legt dich nur übers Knie. Warten zählt immer das Ende, Zeit verrechnet sich nie. Hoffnung ist nichts als Legende, sie legt dich nur übers Knie. Sie raucht noch eine letzte hin, nur schwankend als gefasst. Doch kann sie nicht sterben, nicht leben. Verliert sich mehr als sie findet. Es sind so viele Fragen, die kleben wie Pflaster auf offener Haut. Am Bahnhof ein vergessener Koffer, den nicht mal mehr einer klaut. Beim Warten zählt immer das Ende, beim Begreifen das allererste Stück. Hier hat sie es endlich gefunden und so gesehen ist das Glück. Allein und frierend und rauchend fällt ab schon der Mist von ihrem Schuh. Sie lächelt und weint leis beim Abschied, vom Eis rutscht die Kuh. Beim Warten zählt immer das Ende, Zeit verrechnet sich nie. Hoffnung ist nichts als Legende, sie lebt nicht nur übers Knie. Warten zählt immer das Ende, beim Warten zählt immer das Ende, beim Warten zählt immer das Ende, ein letztes Mal denkt sie. Nächsten Lied muss man eigentlich nicht so viel sagen, das erklärt sich von selbst. Das haben wir neulich mal vor Russen gespielt, vor einer Delegation aus der ehemaligen Sowjetunion. Selbst die haben das verstanden. Nimm deine Hände weg. Ich wurde rausgeschnitten, ich
kannst schweigen und kannst lachen, heulst nicht von Schicksalsschlägen. Dann ziehe ich meine Schuhe aus und tanz mit dir im Regen. Nimmst du mich, wie ich bin, wie ich war, dann will ich nicht mehr weg. Dann will ich nicht mehr weg. Lass deine Hände da. Bevor wir jetzt weitermachen mit Gundermann, bringen wir noch eine Begebenheit, die Patti erlebt hat, auf den Berliner S-Bahn-Strecken. Frierend auf dem S-Bahnsteig. Bahn kommt heute später. Denk ich noch, ach, was für ein Glück. Tee gibt's beim Sanitäter. Ich muss heute mit der S-Bahn einem Ziel entgegen. Ich hoffe, ich komm da niemals an. Ich will mich nicht bewegen. Bau mir ein Luftschloss, seh mich um, er steht mir gegenüber. Das Ziel ist weit, ich nehm's nicht krumm, doch er schielt zum Ersatzverkehr rüber. Quietschend rollt die Bahn über die Brücke, unten spiegeln Lampen sich im Fluss. Während ich ein Stück zur Seite rücke, frage ich mich, ob ich da einsteigen muss. Die Meute hetzt wie Blöde in die Bahn, er sitzt mir gegenüber. Ich rieche ihn und er riecht. Ich bin etwas hinüber. Ich beug mich vor und küsse ihn. Er sagt, hast du nen Knall? Es ruckt, er fällt mir in den Schoß. Die Bahn hat Stromausfall. Spiegellampen sich im Fluss, während ich mir zwei, drei Küsse pflücke, frage ich, ob ich wieder aussteigen muss. Aussteigen muss, ob ich wieder aussteigen muss. Aussteigen. Beim nächsten Lied geht es um Alkohol und ich habe gar keinen. Oh. Ich würde gerne einen Pilz trinken wollen. Nur für die Kunst.
Es kommt aber kein Rauch in die Welt. Ein Kunstpilz. Ein Kunstpilz. Glückspilz. Draußen ist es hell geworden. Sonne kratzt die Jalousie. Ich weiß, die will mich nur ermorden. Ich war Ecken werden rot und die wächst länger ab. Mein Land wächst und wird rund. Große Männer kichern leise, sie haben nur noch Spaß. Hinterhände voller Eisen, Luftballons mit Tränengas. Mit dem Feuer, Wasser, Wasser. Komm nochmal her zu mir und lass nochmal die Luft aus meinem Glas. Mach mein Weltbild etwas blasser. Komm rüber mit dem Feuerwasser. Prost, Kirschen legt man in Schnaps ein, damit sie nicht verdorben. Auch die Erde überlebt Kansel, die Liebe und der Zorn. Kirschen legt man in den Schnaps ein, damit sie nicht verdorben. Auch die Erde überlebt Kansel, die Liebe und auch der Zorn. Und auch der Zorn. SOS zu Gott.
der sich die Ohren zuhält. Behälte dich, wenn mir Regen fällt, mein Herz hat gerade heute Ruhetag. Keiner mehr da, der zu dir hält, mein Herz hat gerade heute Ruhetag. Hat gerade heute Ruhetag. Keiner mehr da, der zu dir hält. Dein Herz hat gerade heute Ruhetag. Von einem Lied von der CD, was wir erstmals quasi erlaubt veröffentlichen durften. Und ich habe das, also ich kenne den Song so aus meiner Schulzeit von so einer Kassettenmitschnittaufnahme, wo man auch das Laufwerk so hört, Sternrekorder. Und Gundermann hat den immer angesagt als Beschimpfung meiner Generation. Und als wir jetzt mit Conny verhandelt haben, ob wir den veröffentlichen dürfen oder nicht, meinte, ja, Beschimpfung meiner Generation, das hört sich so nach Tanz an, wollen wir nicht. So, oder will ich nicht, dann haben wir gedacht, okay, dann heißt er eben gerade geboren. Und so ist er jetzt auch drauf. Gerade geboren, aber schon nicht mehr jung. Liebe geschworen, aber immer auf dem Sprung. Zum Streiten, zu Feige, zum Lügen, zum Mut. Gestern früh reif und heute verblüht. Kein Zeichen an der Mütze, aber immer auf der Hut. Nur ja nicht in die Füchse und doch ja nicht in die Glut. Immer gehetzt und den Mantel gebildet. Immer nur Sex, aber ja nur kein Kind. Wie vorne geht, aber immer vorlaut. Noch nie was gesehen, aber alles schon durchschaut. Nie um was bitten und nie was verschenkt. In der Nacht aus Flippen und am Tag ferngelenkt. Nie was verlieren, aber nie richtig frei. Zum Marschieren, fürs Regieren zu weit. Meistens erschossen, so ganz ohne Schuss. Manchmal genossen, selten mit Genuss. Jetzt noch zum Abschluss ein Vor. Nee, bleiben oder gehen müssen wir auch noch sehen. Achso, bleiben oder gehen müssen wir auch noch. Dann machen wir den erst. Von dem nächsten Set, das erste und das letzte, den Mittel lassen wir erstmal weg. Okay. Ein Ausblick auf unser 20er-Jahre-Programm. Zunächst ein Song, den in den 20er-Jahren Friedrich Holländer für eine große deutsche Diva geschrieben hat. Sprechen
ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Wer soll denn etwas so Schönes deinem gefallen? Die Sonne, die Sterne hören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Einer hat zärtliche Hände, einer packt kräftige Zwang. Wenn ich den richtigen fände, bringt er mir auch keine Ruhe. Bin ich bei einem geborgen, glücklich, zufrieden und still, lockt mich ein anderer Morgen. Nie hab ich das, was ich will. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Da soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Oder gute Zeit, wenn ich mir was wünschen würde.
dürfte, so möchte ich etwas glücklich sein. Denn soweit ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Spielen wir jetzt zum Abschluss noch ein ganz aktuelles Ding. Kannst du so gut. Ja, machst du einfach auf die Mappe. Ja, so, und das richtet sich an unsere britischen Nachbarn. Und wir wollen ja nicht, dass sie aus dem Haus ausziehen eigentlich. Aber wir können auch verstehen, dass sie sehr zwiespältig sind. Und ein Mann namens Joe Strummer, der Chef von The Clash, hat darüber in den 80er Jahren, wahrscheinlich konnte er hell sehen, ja, hat er ihn gemacht und wir haben das mal übersetzt. Liebling, lass es mich verstehen, soll ich bleiben oder gehen? Siehst du dich und mich zu zweit? Bleib ich für die Ewigkeit. Also lass es mich verstehen. Soll ich bleiben oder gehen? Klare Antwort gibst du nie. Zwingst mich ständig in die Knie. Ein Tag ist hell, der nächste trüb. Schmeißt mich raus, bist wieder lieb. Also lass es mich verstehen. Soll ich bleiben oder gehen? Soll ich bleiben oder gehen? Hier aussteigen oder umdrehen? Wenn ich gehe, gibt es Kraft. Bleib ich Kraft des tausendfach. Und ich möchte es verstehen. Soll ich bleiben oder gehen? Es ist nur noch Nerverei. Wenn du nicht willst, dann gib mich frei. Was denkst du, was ich für dich bin? Siehst du Verlust oder Gewinn? Also lass es mich verstehen. Soll ich schreien oder flehen? Soll ich bleiben oder gehen? Mich verkrübeln oder umdrehen? Wenn ich gehe, gibt es Kraft. Bleib ich Kraft des Tausendfach. Mann, ich möchte es verstehen. Soll ich schreien oder flehen? Soll ich bleiben oder gehen? Mich verkrübeln oder soll ich bleiben oder gehen? Dankeschön. Tschüss. In- und Ausspeichersort. Du bist aber schön dafür gekommen heute für das Konzert und die tollen Texte. Mehr kann man euch dann, mit mehr kann man euch dann erleben. Am 27. April Teilnahme am Volkfest in Rheinsberg dann. Oder weiter mit den Unbekannten auch nochmal. Ihr habt eine CD mit, die kann man, da kann man euch mit nach Hause nehmen. Ostern steht ja mit beiden Eiern, mit beiden Beinen schon an der Tür. Also, wer noch ein Ostergeschenk braucht und sucht haben möchte, kann sich dann die CD
Wieso? Naja, unser Lissabon-Fest. Ja. Schönen Dank an Roman an der Technik, schönen Dank an Stefan an der Technik, schönen Dank an Ingo fürs Film, den Videostream, den wir bald zeitnah im Internet wieder sehen. Schönen Dank an Stefan, auch an der Technik. Schönen Dank an Kathleen. Ja, ja. Auch schönen Dank an Holger, der hier die Technik schon so vorbereitet hat, dass wir eben noch herkommen brauchten und Lust haben mussten. Ja, also, schönen Dank für euer Kommen und dann habt euch wohl. Tschüss, dann. Tschüss. Ciao, ciao.